Aber, ach so, du machst sogar was. Okay, ich dachte, du schießt jetzt einfach nur hier völlig sinnlos. Also im Gegensatz zu dir mache ich auch was Sinnvolles. Warum, ne? Ich könnte auch wieder zu meinem Feld gehen. Ich hätte damit ja gar kein Problem. Nee. Aber dann liege ich aber immer tot im Dreck. Ja, ich hole dich dann nicht. Ja, deswegen, ja. Dann kannst du vergessen. Ja, deswegen bleibe ich dann halt hier. Ist okay. Ich wollte aber mal meine Skillpunkte verteilen. Du kannst aber einfach vielleicht mal ein bisschen was für die Küche bauen. Ja, kann man die einfach so bauen, die Sachen? Ja, brauchst ein bisschen Holz, ein paar Nägel. Mhm. Dann geht es. Boah, ey, das dauert 100 Jahre hier mit dem scheiß Zement, ey, ich sag's dir. Falsche Kiste. Oh, jetzt habe ich... Oh. Mm. Was denn? Nichts. Was hast du denn gemacht? Na, nichts. Was denn? Na, nichts. Also, dass du nichts machst, weiß ich, aber... Was ich habe gerade ein Bett eingesammelt, aber ich weiß nicht. Okay. Gut. Sind jetzt beide von dir? Nee. Bei der linken steht noch dein Name, glaube ich. Dein Glück. Mein Glück. Ich wollte eigentlich Nägel. Da ist der Stacheldraht, über den will ich gar nicht. Da sind die guten Nails und ein bisschen Holz. Brauche ich auch noch. Ach, Zement, hör doch auf hier, ey, Alter. Am Arsch. Am Arsch die Räuber. So, Ach so, Moment. Möbel, warte mal. Da. Aha, aha, aha. Oh, da gibt's sogar. Man kann sogar Buchstaben bauen. Das ist ja lustig. Ja, dann kannst du alles Mögliche bauen. Diese hässliche Leer-Couch, ey, will ich nicht haben. Redwood Table ist schon mal gar nicht so schlecht. Kommen wir hier in die Ecke, können wir dann links bauen. Hm, kurz gucken. So, ja. Drei davon. Eine Toilette vielleicht jetzt noch nicht, aber... Ach, verklickt. Schade. Grüße an Themen. Du brauchst jetzt erstmal nur Dingens, ne? Also dieses Cabinet-Ding. Ja, Cabinet-Tops habe ich... Bauen wir ein paar von. Drei habe ich jetzt gebaut. Drei, hallo, bauen wir so 10 von jeder Sorte. Boah, 10? Das muss eine große Küche werden, eine Fräulein. Großküche. Ja, wenn hier jetzt irgendwie Besuch kommt. Ja, wer soll denn da vorbeikommen? Die Zombies? Ja. So. Gut, dann habe ich jetzt 10. Aber trotzdem hilft uns das ja nicht allein. Ich gucke gerade, was wir noch gebrauchen können, aber das sieht alles so komisch aus. Ah, warte mal. Ah, verdammt, da war es noch. Das richtige Kabinett. Shit, Cobblestone Rocks. Was? Cobblestone Rocks? Ja, für die Oberfläche. Boah. Hast du schon ein paar Teile? Nein, 10 normale Kabinetts. Kannst du mir mal bitte welche geben? Ich packe dir die mal hier in die... Dings-Kiste. Ein Kühlschrank kannst du auch bauen. Mhm. Oh, 2. Und ein Bierkühler. Jo. Ein Bierkühler hatte ich beim letzten Mal schon einen Auftrag gegeben, aber der hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendwer hat es vergessen. Anna. Was? Okay. Anna Werchbank. Aber da brauchen wir ja trotzdem... Ach, nehmen wir hier gleich so einen schönen... Ach so, du musst... Ah, beide Teile, aber das sieht ja auch cooler aus. Forged Iron, Short Iron Pipe, Electrical Parts und die Components. Oh Gott. Gleich wieder alles vergessen. Natürlich, natürlich. Natürlich. Du vergisst alles. Ich vergesse immer alles, ich weiß. Da kann ich halt nicht nichts dran ändern. Das ist einfach so. Da kannst du nicht aus deiner Haut raus. Nee, okay, nicht. Electrical Parts, Components, bewusst. Hatten wir gesagt. Die Short Iron Pipe, glaube ich, auch. Noch irgendwas. Da war doch noch irgendwas. Was war denn da? Forged Iron. Haben wir noch? Forged Iron ist in der Schmelzkiste. Na, das reicht ja auch gerade mal so. Ich baue mal Forged Iron. Bauen wir noch 100. Ne? Craft. Und Craft. Cool. Wird hübsch. Wird auf jeden Fall hübsch. Dauert auch nur. Das dauert gar nicht mehr so lange. Ein paar Sekündchen. Können wir kurz warten. So, Forge Steel machen wir auch nochmal ein bisschen was hier. Ja. Also 500 kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Mhm. So, sehr cool.
Unterteil ist fertig, das Oberteil ist auch gleich fertig. Darf ich dann den Kühlschrank setzen? Na, wenn du es hinkriegst, hast du die anderen Teile noch fertig gebaut? Nee, ich habe ja noch gar keine Cobblestone Walks. Oh, dann mach das doch mal. Mann, ich habe jetzt erstmal das eine gemacht. Komm, mach hoch hier. Nee, wir brauchen erstmal diese scheiß Unterteile. Ich pack dir das, dann baust du das. Guck mal, hier unten links in der Kiste. So. Ach so, nee, hä, du solltest mir die Dings hier, nicht Koppeldings hier. Kühlschrank. Ja, du solltest die anderen Dinger bauen. Auch noch, ja, weiß ich ja. Aber ich wollte erstmal den Kühlschrank bauen. Ja, den habe ich ja gesagt, den kannst du setzen. Na, ist jetzt egal. Nack. Anni ist schon wieder verwirrt. Cobblestone Walks, da sind sie. So. Die Tüte Cabinet. Cabinet Top. Nee, Cabinet einfach nur so. Da ist es. Was fehlt da jetzt? Ach, weil ich dafür auch noch das normale Cabinet brauche. Soll ich die alle mit Oberflächen bauen? Bau mal 6 Stück noch mit Oberfläche. 6 normale bauen, 6 mit Oberfläche. Na, ich muss ja erst normale bauen. Bau doch mal 6 normale und dann baust du 6 mit Oberfläche da raus. Ja, das war mir schon. Ja, dann mach doch mal. Das war der Plan. Ja, dann mach doch mal. Das war der Plan. So. Ich habe ja schon. Ich warte schon 5 Minuten. So. Ich pack dir die hier gleich irgendwo rein, warte mal. Oh, bist du oben? Wo bist du? Ja, oben. Wo denn sonst? Hast du hier irgendwo eine Kiste? Nein, kannst den Schrank oben packen. Wunderschön. So, 6 Stück. Bitteschön. Ich bin gespannt, was das für eine Küche wird. Schöner bauen in 7 Days to Die. Naja. Aber ich mag das Rot, muss ich ja sagen. Das ist ein Sink oder so. Brauchen wir ja noch. Das kann man, glaube ich, nicht so bauen. Nee, stimmt. Shit. Aber da ist ja die Frage, wo kriegen wir sowas dann her? Weil irgendwie... Es gibt hier kein Kabinett mit... Nee, gibt's ja gar nicht. Einen Wasserhahn können wir ranbauen, aber... Na, ein Wasserhahn wäre ja auch schon ganz gut. Ich meine, Wasserhahn ohne Waschbecken. Also ohne Waschbecken ist natürlich auch scheiße. Was haben wir hier noch? Ich wollte ja auch noch... Moment. So, das Tüdel noch durch. Ach komm, das dauert hier 100 Jahre. Ja, brauche ich mal kurz... So, und 2 Stühle. So. Oder machen wir mal. Machen wir mal 4. Ist ja wie bei die Sims hier. Ja, kann man alles einrichten hier, alles. Hast du eine Wunschvorstellung für die Essecke? Oder also naja, einfach gegenüber gucken, hier? Oder? Wir müssen erst mal gucken, wo Platz ist. Ist halt die Frage, wie viele Arbeitsflächen du jetzt hier noch hinbauen willst. Ja, das soll so eine Übereck sein. Also hier noch quasi, ja. Da kommt hier noch so ein Kühlschrank hin auf die andere Seite. Dann irgendwo eine Ecke ein Bier-Dingens, Kühler. Mhm. Für die Kaltgetränke. Für die Kaltgetränke. Der Cooler, der Beverage-Cooler. Okay. Kann ich sogar an der Werkbank hier noch runter. Okay. Cooler. Ich baue mal 2. Kann man nebeneinander stapeln. Wir haben viele Kaltgetränke. Ja, auf jeden Fall. Das gute Bier. Scrap Plastik. Hast du das ganze Zeug rausgenommen? Die ganzen Elektro? Ich habe die gerade in der Tasche, ja. Willst du die wieder haben? Nee, ich muss noch mal ganz kurz an die Werkbank. Na, baut sich gerade was. Ja, macht ja nichts. Achso, auch noch eine Kühlbox. Ja. Der eine Cooler ist, glaube ich, schon fertig jetzt. Die Beverage Cooler, die wollten ja sowieso übereinander stapeln. Naja, genau, deswegen hatte ich auch 2 davon. Alles gut. So, die lasse ich mal unten drin, die kannst du gerne. Beziehungsweise, ich bringe sie mit hoch, kannst du dann bauen. Oh, warte mal. Ich wollte jetzt erstmal kurz was gucken wegen dem Tisch. Weil der wäre eigentlich.
So, schwupp. Ich überlege gerade, der Tisch hier mit hinkommt. Nee, lieber auf die. Na, wobei. Nee, da nicht. Ist nicht so viel Platz hier oben. Naja, das kann nur eine, das kann nur ein kleines Tischchen in der Ecke sein. Mehr ist das nicht. Ich habe extra einen. Naja. Na, viel mehr Platz ist leider nicht. Warte mal, probiere ich das so. Hä? Was hat der denn gerade gemacht? Na toll, nicht mal ordentlich zusammengesetzt. Großartig. Wollte schon mal hier so ein Campfire auf der Herdplatte, Quatsch, auf der Arbeitsplatte machen. Huch. Aber. Ach so, okay, den kann man wenigstens aufheben. Na, Mann! So, dann muss ich jetzt nochmal das andere Tischdings bauen. Das geht so nicht. Was fehlt? Nägel! Wir haben nicht mehr genug Nägel. Aber, dann gibt's nur einen kleinen Tisch. Aber wir hatten nur noch Nägel, oder nicht? Aber nicht so viele. Ich habe die jetzt ja schon voll verbraten. Ist hier nochmal irgendwo Nägel drin? Verdreht. Nee, wir haben. Hast du noch welche? Nägel habe ich keine mehr, ne? Nee, wir haben auch keine mehr, glaube ich. Aber es ist halt so, es macht auch nichts. Eigentlich kommt das ja da nicht rein. Ach, nö. Moment. Wir müssen raus. Mann, das wollte da gar nicht hin. Ah, die kommen da. Doch, die kommen da hin. Warst du schon gucken? Ich sehe noch niemanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da kommen. Von welcher Seite? Der West. West? Von Osten. Ah, da. Da ist aber nur einer, aber die, ich glaube, die Schreitroller ist schon tot. Zumindest höre ich nichts mehr. Komm. Oh. Komm. So, der ist tot. Hallo. Das war's schon. Naja, ich glaube, die Schreitroller ist direkt am Anfang gleich mit draufgegangen. Super. Ja, dann kommt ja wirklich jetzt erstmal nur ein Stuhl noch oben ran. Drei Stühle sind ja nicht verkehrt, ne? Ach, komm. So. Haben wir. Guck mal, ist doch schön hier. Schade, dass man sich nicht wirklich draufsetzen kann. Ja, das stimmt. Und schade, dass die Stühle nicht in Rot gibt. Ja, das hätte ich auch gern gehabt. Schade, dass man generell nichts anmalen kann. No, no. Ja. Na, Anni und ihre Farben. Hm. Über ihre Farbplätze verteilen. Ja. Einer muss. Pistol Barrel. Die nehmen wir mal kurz mit. Nochmal hoch. Oh, achso, du upgradest das gerade, oder was? Nee, ich mach das hier weg, ja. Die vier Teile hier, die stören etwas. Guck mal, wir haben sogar schön Grünzeug. Grünzeug? Ja, da vorne. Ja. Ist doch schön. Ich würde hier auch noch eins hinmachen, aber nimm den. Ja, dann musst du erstmal fertig machen. Oder obendrauf. Auf den Schrank. Nee, auf den Schrank nicht. Aber hier sollte noch ein Kühlschrank hin eigentlich. Ach so, na dann. Wollen wir echt zwei Kühlschränke? Ja. Hab ich mir so gedacht. Haben doch viele Getränke, die passen darin. Warte mal. Ach so, die Cooler. Die sind noch unten, ne? Ja, die habe ich gerade mit. Ah. Ja, dann bau die einfach mal hin. Willst du mal hinten die Dinger noch raushauen hier, die drei Stück? Ja. Da. Dann helfe ich dir gleich mal mit. Ja. Tonk, tonk. Sehr schön. Weil der Bauern nicht nämlich aus diesem Cobblestone oder Flexstone Walls quasi, damit es ein bisschen cooler aussieht. Ja,
Bei so einer Betonbutze wohnen ist auch nicht so schön, muss ich sagen. Nicht unbedingt. Aber ich finde, das ist hier schon ganz schick, auch mit dem Boden und so. Das ja. passt. Sag ja, Nobel geht die Welt zugrunde. Mm. Zombie-Apokalypse mit einer schön eingerichteten Küche. Wenigstens das. Ding, ding. So geht's auch viel schneller. Bäm. Aber nicht den Stuhl kaputt machen, aus Versehen. Ich versuche, gut zu zielen. Ja. Wobei, mit Zielen habe ich es heute nicht so. Mhm. Mehr Zielwasser trinken. Dum, dum, dum. Bäm. Sehr schön. Und. Plop. Huch! Nein! Oh, nein! Toll. Mach mal ganz. Ja, super. Sehr schön. Ich sollte deinen Stuhl verschonen, oder was? Ja. So, jetzt kann hier aber die andere Pflanze noch hin. Wir wollen noch Grünzeug. Nicht, dass es wieder heißt, hier ist gar nichts grün. Hier ist gar nichts grün. So, guck mal. Mensch. Guck dir das mal an. Das ist doch Nobel. Das Ding hättest du mal abwischen können, weißt du? Bevor du es darauf stellst. Wen? Den Cooler. Ach, den MP. Scheiß drauf. Oh, und Bilder jetzt hier und so, ne? Mhm. Schön wird's. Wo auch immer der Kram ist. Bilder sind unten in der Ramschkiste neben oh, ja. der Chemiebank. Warte mal, nehmen wir mal Ditte. So, hinauf. Ja, nee. Damit wir nämlich hier vernünftig wohnen. Ne? Ja. Das ist eigentlich öde. Das ist kein schönes Bild. Ja, aber ein Bild ist besser als... Also irgendein Bild ist überhaupt nee, ich habe noch ein anderes Bild. Alter, waren die schon immer so riesig, die Bilder? Ja. So. Ich höre es hier nur scheppern, ey. Naja, also ich meine, ne, und so und überhaupt. Naja, naja. Wollen wir noch ein schönes Schlafzimmer? Ja, obendrauf dann. Nächste cool. Etage. Nächste Etage. Es wird einfach ein Turm, ein riesiger Turm. Ein Wohnturm, natürlich. Ein Wohnturm. Na klar. Natürlich. Aber was anderes habe ich gar nicht erwartet. So, wunderschön. Hm. Mensch. Ja, das guck mal, echt, da kannst du dann... Oh, ich fall runter. Aua. Da kannst du dann auch schon mal direkt die Kochutensilien hochholen. Ja, Das zieht ja alles um. Ich komme hier gerade wieder nicht hoch. Was ist denn hier los? Ich habe die Küchentür abgeschlossen. Super. Oh Mann, oh Mann. Ja, schick. Cool. Gefällt mir. Doch, gefällt mir. Dach wird doch vollkommen überbewertet, ne? Ja, und die ist noch nicht mal fertig, die Küche. Nein, stimmt. So. So, dann hole ich mal ein bisschen was für den Kühlschrank. Das ganze Futter. Oh, das war der falsche Schrank. Das war der Medizinschrank. Naja, fast. Na, die Medizin können wir ja theoretisch auch irgendwo oben hinbauen. Ja, aber jetzt noch nicht. Also, ich wollte erstmal das Essen holen. Ja. So, hatte den Kühlschrank hier mit dem guten Essen. Wobei ja so der Thunfisch nicht in den Kühlschrank muss. Ich glaube, der Tisch muss nochmal eins nach vorne. Nein. Hier so. Warum? Na, weil die Ecke da hinten, guck mal, da willst du doch nicht sitzen, oder? Da stehst du auf und stößt dir den Kopf. Ja, warum hast du das auch so gebaut? Das ging nicht anders. Musst du die Ecke da oben zumachen. Ach, Mann, ey. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Das können wir noch später machen. So, Getränke, komm hier rein. Das gute Bier und der Red Tea und überhaupt. Und das Wasser. Hm. Grain Alkohol ist ja eigentlich eher Medizinzeugs, ne? Genau. So, das verrottete Sandwich im Kühlschrank. Oh, das gute Gammel Sandwich, ne? Ich glaube, das kannst du irgendwann anders bauen. Ja. Müssen wir mal einen anderen Platz finden. Das geht so nicht. Warte mal, hier MP.
Fett kann unten rein und so. Boah, das... Kann man noch nicht so ganz entscheiden hier. Das kannst du ja nicht entscheiden. Na, wo das Gammelzeug hinkommt und so. Ich habe es erstmal oben in den Schrank direkt über dem Kühlschrank gemacht. Und das ist auch das Animal-Fett, wobei das Animal-Fett, das kann auch eigentlich gleich im Kühlschrank. Ah, das kommt dann in die untere Etage. Also in den oberen Teil vom Kühlschrank, da packe ich jetzt so wirklich die Konserven rein. Und in den unteren so das Fleisch und so. Ja. Ach so, du stehst darum. Gut. Springst mir einfach auf den Kopf, sag mal. Ja, weil ich es kann. Er tanzt mir mal auf der Nase rum. Mhm. Was traust du noch zu sagen? Ja, na ja, klar. Hab ich das jetzt hier mitgenommen oder nicht? Okay. Da hoch. So. Rüber. Wir haben aber schon ein bisschen was zu futtern hier. Ja, deswegen. Ganz gut. Wenn das alles mal ein bisschen sortierter ist, das geht ja also nicht. Das ist ja kein Zustand mehr. Nee, wirklich. Kommen wir da hin? Sag mal. Ach, hör doch auf hier. Was denn? Falsch. Falsch gebaut. Falsch gebaut, natürlich. Kornmehl. Gammelfleisch. Und das frische Fleisch. Ja, Gammelfleisch. Ja, da kann man echt ein bisschen was sortieren. Ja. Aber wir sind trotzdem erstmal jetzt durch. Das quasi. Stimmt, das sind wir. Wir haben was am Stück aufgenommen. Ja, das war aber auch wieder, wir sind ganz gut vorangekommen, finde ich. Oh ja. Na, oh das ja. War echt okay. Ja, dann werden wir ja beim nächsten Mal noch so ein bisschen sortieren. Vielleicht auch ein bisschen vorher. Wir schauen einfach mal. Und ja, dann vielen Dank an euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.